Ich weiß, dieses Thema ist komplett ausgelutscht. So viele YouTuber haben dazu schon ein Video gemacht, aber ich dachte, vielleicht interessiert ja ein paar von euch meine Meinung zur WM in Katar. Ich habe ja auf diesem Kanal noch so überhaupt gar nicht darüber gesprochen. Generell Länderspiele lasse ich komplett außen vor. Aber wie gesagt, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, warum ich, wie ihr schon im Titel lesen könnt, die WM in Katar boykottiere. Und ich gehe noch ein Stück weiter, warum ich es einen absoluten Skandal finde, dass diese WM in so einem Land ausgetragen wird. Das Ganze habe ich in 4 Punkten unterteilt. Die gehen wir jetzt ab und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ja, der erste Punkt hat eigentlich so ziemlich gar nichts mit der WM in Katar per se zu tun. Es ist einfach mein generelles Desinteresse an Länderspielen des DFBs. Das hat sich einfach mit den Jahren so ergeben. Früher, als ich angefangen habe mit dem Fußballschauen, Fußballfan werden, das war so zur WM 2006 im eigenen Land. Da habe ich noch richtig mitgefiebert, auch die anderen WMs, EMs, immer dabei gewesen, immer vorm TV gehangen und richtig mitgefiebert. Aber so mit den Jahren wurde es einfach immer weniger, weil man immer mehr gemerkt hat, dem DFB geht es einfach nur noch ums Event und so ziemlich gar nicht um die Fans. Ich meine, warum kriegen wir Deutschen es nicht hin, eine ordentliche Stimmung bei Länderspielen hinzubekommen? Und dann gucken wir mal in anderen Ländern. Ungarn ist jetzt sicherlich moralisch kein gutes Beispiel, aber die haben einfach Fans, die machen da richtig geile Stimmung. Und sowas fehlt uns einfach und das ist schade. Es war nie die Bombenatmosphäre, sag ich mal, bei Länderspielen des DFBs, aber das war schon mal deutlich, deutlich besser. Das Ganze ist ziemlich stark zurückgegangen. Es hängt auch mit der eigenen Liga natürlich zusammen. Die Fans und der DFB kamen immer wieder aneinander. Es gab immer wieder Streitigkeiten zwischen den beiden, sei es jetzt um die Stehplätze, dass der DFB das auf einmal oder am Überlegen war, die komplett abzuschaffen, sei es diese ganzen Montagsspiele. Man hat einfach gemerkt, es geht immer mehr ums Event, immer mehr um TV-Gelder. Der Spieltag wird komplett gesplittet und ja, es ist einfach nicht mehr wie früher. Man merkt, die Fans sind ziemlich egal beim DFB und darum ging auch mein Interesse für die Länderspiele Stück für Stück zurück. Punkt 2 ist die WM-Vergabe an Katar überhaupt. Eine Fußball-Weltmeisterschaft sollte natürlich in einem Land stattfinden, in dem Fußball gelebt wird, wo die Menschen verrückt nach Fußball sind und das Ganze macht dann natürlich auch richtig viel Spaß. Aber wenn wir jetzt mal so nach Katar gucken, da ist einfach gar nichts. Es wird sich nicht für Fußball interessiert. Dort wohnen nur die Reichen und Schönen, wie man so sagt. Und Fußball existiert da so ziemlich beziehungsweise überhaupt nicht. Das Ganze zeigt sich ja schon daran, dass in diesem Land kein einziges ordentliches Fußballstadion stand und die ganzen Stadien für die WM erstmal gebaut werden mussten. Das Ganze natürlich noch mit fleißigen, helfenden Händen, kommen wir gleich noch drauf. Es ist einfach ein riesengroßer Skandal. Und der noch größere Skandal ist, dass diese Fußballweltmeisterschaft nicht traditionell im Sommer stattfindet, sondern im Winter. Und warum? Natürlich wegen den Temperaturverhältnissen. Da fragt man sich natürlich, warum gibt man eine WM überhaupt in so ein Land, wo solche Temperaturen herrschen? Da im Sommer kann man da nicht spielen. Im Winter sind die Temperaturen einigermaßen in Ordnung, dass man da Fußball spielen kann. Aber für uns Fußballfans, die den Fußball einfach leben, ist das natürlich eine absolute Katastrophe, wenn man eine Weltmeisterschaft mit Glühwein anstatt Bier sehen muss. Der letzte Punkt für dieses Kapitel wäre die gekaufte WM bzw. die mutmaßlich gekaufte WM. Die Indizien stehen dafür ja so ziemlich bei 100%, dass diese WM gekauft wurde. Sonst würde diese Weltmeisterschaft wahrscheinlich niemals in so einem Land stattfinden, in dem noch kein einziges Stadion für eine WM steht. Und klar, natürlich, die WM in Deutschland wurde auch gekauft. Das ist auch ein riesengroßer Skandal, da gibt es überhaupt gar nichts gut zu reden. Nur der Unterschied ist, dass in Deutschland Fußball gelebt wird. Dass die WM gekauft wurde,
wie eben schon gesagt, brauchen wir nicht schönreden, aber hier ist die ganze Fußballkultur halt noch ein bisschen anderes und darum macht es die Sache, ja, auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Ich weiß, es hört sich blöd an, aber man kann es eigentlich nur so ausdrücken. Punkt 3 sind die Menschenrechte. Wie eben schon gesagt, wurden natürlich Gastarbeiter ins Land geholt, weil diese natürlich sehr viel günstiger sind als die einheimischen Handwerker in Katar. Natürlich müssen wir dazu sagen, dass Katar ein sehr, sehr armes Land ist. Die leben absolut vom Hungerlohn und können sich einheimische Handwerker natürlich nicht leisten. Und darum müssen sie in den Nebenländern gucken, dass sie da Gastarbeiter ins Land holen, die sie natürlich auch top fair bezahlen. Für ihre harte Arbeit teilweise 16 Stunden am Tag bei 40 bis 45 Grad Celsius. Und natürlich wird denen auch eine luxuriöse Unterkunft geboten, wo sie genug Platz haben, auch für ihre Freizeit. Okay, das ist doch nicht so... Komm, Spaß beiseite. Das ist ein absoluter Skandal, wie mit diesen Menschen umgegangen wird. Sie arbeiten, wie gesagt, teilweise 16, 17, 18 Stunden am Tag, um diese ganzen Stadion aufzubauen und werden dafür absolut nicht gerecht bezahlt oder auch gar nicht bezahlt, um ihre Familien in den heimischen Ländern das Geld zuschicken und sie somit zu unterstützen. Katar ist ein absolut reiches Land und hält es nicht mal für nötig, einen anständigen Lohn für diese Gastarbeiter zu bezahlen. Und natürlich sind auch sehr, sehr viele bei diesen Temperaturen gestorben. Aber das Ganze wird von Katar natürlich totgeschwiegen. Bei der FIFA wird gesagt, hey, es sind 3 Tote. Und das ist der nächste Skandal. 3 Tote ist ja schon schlimm genug. Es wird so hingestellt, ach, es sind auch nur 3 Tote. Nur 3 Tote, wenn ich sowas schon höre, kriege ich einen absoluten Hals. Nein, es sind 15.000 Tote, die bei dieser WM bzw. für den Bau der Stadien für diese WMs gestorben sind. Und darüber macht sich gar keiner so richtig Gedanken, außer die Fans. Der DFB scheißt eigentlich drauf. Hey, wir fahren hin. Das schweigen wir einfach tot. Es macht mich einfach nur sprachlos, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Und dazu kommt ja noch, dass diese WM in einem Land stattfindet, in dem die Rechte von Frauen und Homosexuellen absolut mit Füßen getreten wird. Beides ganz, ganz schlimme Punkte. Für uns in Deutschland ist es mittlerweile zum Glück ziemlich normal, wenn man sagt, hey, ich bin homosexuell, ich bin schwul, ich bin lesbisch. Es juckt so ziemlich keinem mehr, außer ein paar komische Gestalten, sage ich jetzt mal, weil es auch absolut scheißegal ist, auf welches Geschlecht man nun steht. Aber in Katar ist es nicht egal. Da werden Homosexuelle einfach eingesperrt. Es ist eine Straftat, in Katar schwul oder lesbisch zu sein, beziehungsweise wenn man es in der Öffentlichkeit zeigt. Hey, das geht ja überhaupt nicht. Das muss bestraft werden. Sowas Ekliges habe ich ja noch nie gesehen. Aber okay, das ist deren Kultur, wie Thomas Müller auch schon sagte. Das müssen wir absolut nicht tolerieren, nicht akzeptieren. Das ist einfach so, da werden wir absolut nichts dran machen können. Aber dann bitte fahrt doch nicht zu so einer WM, wenn ihr so etwas nicht unterstützen wollt. Punkt 4 wären dann die heuchlerischen Kampagnen vom DFB und von der FIFA. Brandaktuell natürlich die One Love Kapitänsbinde für die WM bzw. die Freundschaftsspiele vor der WM, dann die Human Rights Botschaft vor dem Spiel oder auch wenn man Stadien in Regenbogenfarben beleuchtet. Alle schönen Gesten brauchen wir gar nicht drum rumreden, leider sind sie nur absolut heuchlerisch, wenn man dann zu so einer WM hinfährt. Es bringt alles nichts, das im Vorfeld alles so zu planen, wenn man sagt, hey guck mal, wir sind so ein weltoffenes Land, bei uns darf jeder so leben, wie er möchte. Aber dann trotzdem das damit unterstützt, wenn man dahin fährt und die ganze Scheiße mitmacht. Also für mich steht auf jeden Fall fest, ich werde kein einziges Spiel von dieser Weltmeisterschaft gucken, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer wird. Nicht wie in den deutschen Spielen, der Spielstil ist sowieso ziemlich einfallslos, aber so eine Aktion wie Frankreich, Brasilien, die sieht man natürlich gerne Fußball spielen, aber auch diese Spiele werde ich mir auf gar keinen Fall angucken. Auch keine Highlight-Clips, die dann irgendwie bei YouTube hochgeladen werden nach dem Spielen.
Ich werde diese WM komplett boykottieren und hoffe mal, dass es ein Großteil von euch auch tun wird. In diesem Sinne, schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze handhabt, ob ihr boykottiert, ob ihr sagt, okay, vielleicht gucke ich nur die Highlights, aber boykottiere die Live-Spiele. Wie gesagt, schreibt mir alle gerne in die Kommentare. Ich bin für dieses Video raus, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch gerade ist und sage, wie es auf diesem Kanal immer so scheiße. Reingehauen und boykottiert Katar.